Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich erkläre euch nun das Addieren und Subtrahieren von Bruchtermen. Und dabei unterscheiden wir zwei Fälle, nämlich das Addieren und Subtrahieren von gleichnamigen Brüchen und von ungleichnamigen Brüchen. Wir starten mit den gleichnamigen Brüchen. Brüche mit gleichen Nennern werden addiert oder subtrahiert, indem man die Zähler addiert oder subtrahiert. Der Nenner bleibt gleich und wird nicht verändert. Schauen wir uns dazu folgendes Beispiel an. Alle drei Nenner sind gleich, das heißt, wir dürfen die Zähler miteinander addieren bzw. subtrahieren. Wir schreiben das Ganze dann gleich direkt auf einen Bruchstrich. Der Nenner bleibt dann gleich mit a plus 1. Und dann haben wir a plus 2 minus, aufpassen, dieses Minus bezieht sich jetzt auf diesen gesamten Zähler, dann haben wir minus 3a minus 4 plus a minus 1. Jetzt dürfen wir noch die a's zusammenziehen, dann haben wir a minus 3 minus 2a plus a, übrig bleibt dann minus 1a, 2 minus 4 ist minus 2, minus 1 ist minus 3. Und wir haben als Ergebnis minus a minus 3 durch a plus 1. Ungleichnamige Bruchterme, das sind Terme mit verschiedenen Nennern, muss man zuerst durch Erweitern in gleichnamige Bruchterme umformen. Stelle mit einem Bruch dar, vereinfache so weit wie möglich, gib die Definitionsmenge mit g ist gleich r an. Wir starten gleich mit der Definitionsmenge. Welche Zahl dürfen wir nicht einsetzen? Naja, da brauchen wir jetzt keine spezielle Rechnung durchführen, das sehen wir direkt. Wir dürfen nicht einsetzen den minus 4er und den plus 3er, weil dann wären ja beide Nenner jeweils 0. Das heißt, die Definitionsmenge besteht aus allen reellen Zahlen außer minus 4 und plus 3. So, jetzt haben wir zwei verschiedene Nenner. Bilden wir mal den ersten Nenner, der ist ja a plus 4 und der zweite Nenner ist ja a minus 3. Wir brauchen den kleinsten gemeinsamen Nenner. Da ist jetzt aber nicht wirklich was gleich, da das Ganze über ein Plus bzw. Minus verbunden ist. Somit ist der gemeinsame Nenner a plus 4 mal a minus 3. Nun erweitern wir beide Brüche auf diesen gemeinsamen Nenner a plus 4 mal a minus 3. Beim ersten Bruch haben wir schon a plus 4 stehen, das heißt, wir müssen den Zähler mit a minus 3 erweitern, haben dann stehen a plus 1 mal a minus 3 plus wieder dieser gemeinsame Nenner a plus 4 mal a minus 3. Bei diesem zweiten Bruch müssen wir es um a plus 4 erweitern, dann haben wir a minus 2 mal a plus 4. Oben rechnen wir dann jedes mit jedem. Dann haben wir hier a Quadrat plus a minus 3a minus 3 durch a plus 4 mal a minus 3 und plus wieder jedes mit jedem a Quadrat minus 2a plus 4a minus 8 durch wieder diesen gemeinsamen Nenner a plus 4 mal a minus 3. Jetzt haben wir das Ganze bereits vereinfacht. Wir haben die Situation, dass wir hier gleichnamige Bruchterme haben. Die dürfen wir jetzt ganz normal addieren. Das heißt, das obere mit dem oberen dürfen wir jetzt. Wir dürfen nun die beiden Zähler zusammenzählen. A² plus A² sind 2A². Dann haben wir plus a minus 3a sind minus 2a, minus 2a sind minus 4a, plus 4a, das fällt dann alles weg. Und die Zahl minus 3 minus 8 ist minus 11. Und als Ergebnis haben wir 2a Quadrat minus 11 durch a plus 4 mal a minus 3. Kommen wir zu einem nächsten Beispiel. Wir haben hier drei verschiedene Brüche mit verschiedenen Nennern.
Man könnte jetzt hergehen und sagen, der gemeinsame Nenner ist praktisch a² minus 2ab plus b² mal a² minus b² und mal a plus b. Das wäre ein gemeinsamer Nenner, aber der Rechenaufwand ist enorm. Deswegen versuchen wir jetzt durch Faktorisieren der Nenner das Ganze zu vereinfachen. Schauen wir auf den ersten Nenner, der ist ja a² minus 2ab plus b². Das kann man ja auf a minus b zum Quadrat einmal vereinfachen. Zweite binomische Formel. Und das ist ja dann a minus b mal a minus b. Nenner 2 ist a Quadrat minus b Quadrat. Dritte binomische Formel a minus b mal a plus b. Und der Nenner 3 ist ja nur a plus b. Und jetzt versuchen wir uns den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bilden. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Auch dieser obere Nenner ist ein gemeinsamer Nenner und man könnte jeden Bruch auf das erweitern, aber da wird man dann mit dem Rechnen nicht wirklich fertig. Deswegen, unser gemeinsamer Nenner versuchen wir jetzt so zu bilden, dass der alle drei Nenner abdeckt. Schauen wir auf den Nenner 1, da brauchen wir a minus b mal a minus b. Das heißt, das Ganze muss einmal vorkommen. Betrachten wir Nenner 2, da kommt ja auch ein a minus b vor, das heißt, es ist jetzt schon enthalten, müssen wir nicht noch einmal aufschreiben, aber dieses a plus b brauchen wir noch. Und beim Nenner 3, der ist ja a plus b und das ist jetzt auch schon im gemeinsamen Nenner enthalten. Somit ist der kleinste gemeinsame Nenner a minus b mal a minus b mal a plus b. Und jetzt versuchen wir, diese Rechnung einmal auf diesen gemeinsamen Nenner zu erweitern. Der erste Nenner ist ja a minus b mal a minus b. Das heißt, den Zweier oben müssen wir mit a plus b erweitern. Ich schreibe jetzt nur durch gemeinsame Nenner, um das Ganze zu vereinfachen. Der zweite Nenner ist a minus b mal a plus b, das heißt, das b müssen wir noch mit einem a minus b erweitern durch den gemeinsamen Nenner und plus 1 mal, wir haben hier nur a plus b, somit 1 mal a minus b zum Quadrat durch den gemeinsamen Nenner. Nun vereinfachen wir die Zähler, 2a plus 2b durch den gemeinsamen Nenner minus ab minus b Quadrat durch den gemeinsamen Nenner und plus zweite binomische Formel a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat durch den gemeinsamen Nenner. Und jetzt können wir die Zähler zusammenziehen. Wir haben hier gleichnamige Bruchterme. Wir können das Ganze auf einen Bruchstrich schreiben. Der Nenner besteht aus dem gemeinsamen Nenner. Dann haben wir 2a plus 2b minus ab. Aufpassen, dieses Minus bezieht sich auch auf minus b². Dann haben wir plus b² plus a² minus 2ab plus b². Jetzt versuchen wir das Ganze noch zu vereinfachen. Wir haben hier ein a². Dann haben wir hier a minus ab. Und minus 2ab, das sind dann minus 3ab. Dann haben wir plus 2a plus 2b plus 2b zum Quadrat durch den gemeinsamen Nenner. Und der ist ja a minus b mal a minus b mal a plus b. Und die Aufgabe ist gelöst. Im nächsten Video erkläre ich euch die Doppelbrüche.